Hallo, liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier. Und zwar habe ich eben ein 5 zu 0 geschafft, habe ich aber natürlich nicht aufgenommen. Wie es halt so immer ist, aber ich wollte euch zeigen, dass es ein 5 zu 0 ist, dass ihr mir das auch abkauft. Und mal sehen, was die Pokémon-Bestrafung ist. Ein Vulpix, das ist gar nicht mal schlecht. Weil Vulpix ist im Moment richtig gut. Also seitdem Meteorologe gibt für Vulpix und Volona. Es bleibt auch wenigstens gleich drin. Ich habe nämlich dank Macho Community Day kaum noch Pokébälle. Ich muss echt Pokébälle wieder farmen. Geht gar nicht anders. So, mal sehen, wie viele Punkte ich aufsteige. Das muss ja. Ja gut, ich bin bei 2443. Gut, das gibt ordentlich Sternstaub. Dann machen wir mit dem göttlichen Team gleich mal weiter. Gegen Ikutinian 122. So, Concentration. Ich möchte gerne Veteran schaffen. Registeel ist ein gutes Matchup für mich. Registeel hat nichts gegen mich. Ich schäde nicht. Hat wahrscheinlich eh Lichtkanone und Fuchsschuss. Lichtkanone, ja, Lichtkanone macht sowieso nichts. Ich gehe direkt auf Feuersturm. Registeel wird wahrscheinlich nicht chillen. Genau, Registeel ist weg. Pulverisiert. Und du kommst mit einem Knuddeluff. Okay. Dann mach mal. Dann klaue ich mir wenigstens ein Schild. Du schildest nicht. Okay, das war echt mutig. Dein Knuddeluff wäre weg gewesen. Da ärgere ich mich jetzt, dass ich nicht auf Feuersturm gegangen bin. So, mit Quacksalber sollte ich das eigentlich gut handeln können. Ich hau den ersten Schild jetzt raus. Oh, das wird noch schwierig. Boah, wäre ich bei Knuddeluff einfach auf Feuersturm gegangen. So, ich komme Gott sei Dank schnell zum Meteorologe. Ich muss hoffen, dass hinten Psycho- oder Geist-Pokémon ist. Und der Gegner schildert einfach nicht. Okay, Gegner schildert einfach nicht. Oh nein, es ist ein Kampf-Pokémon. Nein. Warum? Ja, das habe ich schon verloren. Das habe ich definitiv verloren. Hätte ich jetzt Hypno hinten. Obwohl, das hat sie, glaube ich, gerade verschenkt in Kampf, wenn ich Glück habe. Ja, ich schilde. Ich schilde definitiv, weil der Gegner hat verloren dann. Das wurde nochmal richtig eng. Ich dachte, ich hätte jetzt verloren. Gut, dass ich in Barrikadax noch reingegangen bin. Und gut, dass die Gegnerin Meteorologe nicht geschildert hat. So, gegen Kaka 011 ist die nächste oder der nächste. Man weiß es nicht. Man weiß es im Grunde fast nur bei männlichen Avataren, dass es, ja, wie soll ich sagen, Männer sind. So. Altaria haut richtig viel Feuer-Odem auf einmal raus. Und du setzt schon ein. Ich werde chillen. Himmelsfeger tut schon weh. Ich hasse es, wenn Altaria vorne ist. Da habe ich wirklich am liebsten Rexblizzard vorne. Du schildest den ersten nicht. Okay, das ist schön. Setz fein. Wirst du den jetzt schön? Auch nicht, okay. Okay,
Okay, du gehst noch rüber und du gehst in Flunschlick. Das ist auch super. Das ist richtig super. Weil das will mein Quaxo und mein Knogger nicht sehen. Definitiv nicht. Da frage ich mich wirklich noch, was du hinten hast. Ich frage mich definitiv, was du noch hinten hast. Ich hoffe, ein Alor-Knogger. Den werde ich auch nicht schilden. So, ich setze ein. Vielleicht kriege ich ja jetzt ein Schild von dir. Wäre wirklich, wirklich nice. Ja. Und ich habe den Ladenattacke-Gleichstand gewonnen. Und ich gehe in Quaxo. Und das ist Rex Blizzard. Und er hat einfach schon den Meteorologen. Er hat einfach schon den Meteorologen. Du wirst schön und gewinnst somit. Du wirst jetzt schön und gewinnst. Du schildest nicht, okay. Und du farmst nicht runter. Was ist denn mit dir los? Okay. Vielleicht hat der Gegner das noch geworfen. Wenn ich Glück habe. Oh, Meteorologe kommt. Nächster Meteorologe kommt auch. Er hat eine Attacke durchgebracht. Das ist doof. Das ist richtig doof. Ah, er belebt noch. Okay. Ja, dann ist Quaxo jetzt wahrscheinlich weg. Weil es ist kein Krypto-Rex-Blizzard zum Glück, aber trotzdem. Es macht so viel Schaden bestimmt schon. Ja. Schade. Schade, schade, schade. Vielleicht hätte ich da auch einfach auf Erdbeben einfach gehen sollen. Hätte ich Erdbeben gemacht, da wäre Rexplosion wahrscheinlich weg gewesen. Naja, macht mir nichts. Tropius, das ist gut für mich. Da wird der Gegner rauswechseln. Das sind so Führungen, die ich liebe. Das ist Rasierblatt-Variante, okay. Verstehe ich nicht, warum der Gegner da noch drin bleibt. Ich gehe direkt auf Feuersturm, ich bete überhaupt nicht. So, ist es jetzt ein Doppelpflanze-Team, oder? Ja, es kommt Polterus. Dann opfere ich meinen Barrikadax. Ich habe ja noch zur Not meinen Quaxo. Das Azinia musst du unter Umständen schilden, ja. Wahrscheinlich sogar doppelt. Nee, nee, ich schilde auch. Ich bin nicht doof. So, das sollte ich mir eigentlich holen können. Ich habe immerhin noch Quaxo. So. Das Doppelpflanze-Team ist weg. Und ich will rüber, ich will rüber, ich will rüber. Ja, das habe ich geschafft. Das kannst du nicht gewinnen. Ich gehe auf Erdbeben. Schilde den ersten auf jeden Fall, die erste Steinkante. So, mal sehen, wie viel Erdbeben von Quaxo bei dir anrichtet. Oh, ich habe einen Bubble verpasst, das ist natürlich doof. Okay, reicht gegen Beutros locker. Perfekt.
Ich war mir mit Quaxo halt bei Erdbeben gegen Boitros nicht so sicher, aber Boitros tot. So, nächster Kampf. Gegen Dynamita Dorada. Gesundheit. So, Knocker macht sich echt gut vorne, aber gegen Sumpfix nicht. Versuche eine Aquahobitz abzufangen. Das war doof. Aber ich kann auch einen Schattenknochen rausspammen. Da wird der Gegner vielleicht auch geneigt sein zu schielen. Ja. Verteidigungssenkung. Und rüber da. Perfekt abgefangen. Macht gegen Quaxo aber trotzdem gut Schaden von so einem Pex. Das ist heftig. Nicht sehr effektive Attacke. Macht gegen Quaxo trotzdem heftig Damage. So, zweimal Meteorologe. Haben wir ready. Genau. So, ich werde mir zwei Schattenknochen ansammeln. Oder beziehungsweise einen Energievorteil. Das sollte schon an Energievorteil eigentlich reichen, um das Simplex loszuwerden. So, jetzt muss der Gegner schilden oder Sumpex ist fast weg. Oder ist vielleicht sogar weg. Schild ist da, perfekt. Eins, zwei. Schild kommt. Frage ist, wirst du versuchen abzufangen? Du wirst bestimmt versuchen abzufangen. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. Was? Wie schnell ist der bei Steinhagel? Hallo? Alter Falter, wie schnell ist der bei Steinhagel? Das werde ich bestimmt noch verlieren. Das werde ich 100 Pro noch verlieren. So, jetzt kommt der erste Erdbeben. Naja, brauchen nur noch einen Steinhagel. Oh, das ist nervig, wie schnell das Flunschlick zur Energie kommt. Das habe ich geworfen. Ja, das kann ich nicht mehr gewinnen. Und ihr habt es gesehen, Lex. Vielleicht hätte ich es sogar doch noch schaffen können. Aber hey, Niantic. Niantic-Server. Best Server ever. Naja, genug aufgeregt. Hoffentlich wird das Set positiv. Oh. Ich will doch nur Veteranen schaffen. So, Allmond i27 ist die oder der nächste. Ist schon Veteran. Da mache ich es frei wie folgt. Ich kassiere einen Steinhagel. Oder gehst du gleich auf Erdbeben? Das ist mir zu heavy. Könnte Erdbeben sein. Na klar. Aber ich gehe aufs Ganze. Das ist auch nur ein Steinhagel. So, kommt jetzt ein Schild von ihr? Bin mal gespannt. Ah, du kennst Knorr mit Feuersturm. Schade.
fange ich ab. Dann fange ich gemütlich ab. Ich habe zur Not noch Quatzo gegen hier, Flunschi. Ah, Toxiquack ist auch so ein nerviges Viech. Da du mich runtergefarmt hast, hast du Energie. Ja, den Kampf habe ich glaube schon verloren. Ich schwöre jetzt. Ui, Matschbaum wird sogar zum Glück. Du wirst jetzt draufgehen lassen? Du lässt draufgehen, ja. Weise Wahl. So, womit gehst du rein? Du lässt weg sogar runterticken, das ist schon mal gut für mich. Drift-Zeppeli. Ne, da bleibe ich drin. Das könnte nur der Eissturm sein. Ne, Spukball. Okay. Oh, schade. Ja, das kann ich nicht mehr gewinnen. Ich bleib trotzdem drin. Komisch, immer wenn ich aufnehme. Ja, schlau war, dass du aufgehen lässt. Ich hätte da ködern sollen. Das mache ich auch diesmal, dass ich ködere. Normalerweise, wenn ich eher Feuersturm machen kann, setze ich nicht ein. Immer nur ein 2 zu 3, das ist jetzt, ja, 20 Punkte immer. 20 Punkte ist eine Menge. Alter Falter. So, hoffen wir auf bessere Gegner. Das ist auch schon ein Veteran. Die sind schon ein bisschen eine Spur härter, finde ich. Gegen Mew Mew ist nicht schlecht. Okay, Gegner wechselt, das ist sehr gut. Den ersten Meteorologen werde ich schilden. Den zweiten werde ich abfangen, definitiv. Ich habe jetzt zwei Schattenknochen ready. Ich werde, egal was kommt, nicht schön. Ich habe noch einen Schattenknochen auf meinem Quaxo. Erdbeben müsste ich auf jeden Fall überleben, Meteorologe sowieso. Blizzard, noch besser. Dann kann ich jetzt runterfahren. Oh, perfekt. Ich habe massig Energie auf mein Tierchen. Du musst Mew schilden und du musst Mew schilden. Und jetzt kommt der nächste Meteorologe. Okay, macht nicht so viel. Ich lass drauf gehen. Ich lass das drauf gehen und ich werde nicht sofort einsetzen. Strauchler sogar. Strauchler braucht ein bisschen mehr Energie. Eins, zwei. Okay, du fängst gar nicht erst ab. Okay, das ist supi. Du lässt Mew drauf gehen, das ist noch besser. Ich gehe sofort in Barrikadax. Ich habe zur Not noch einen Schattenknochen.
Ja, das brauche ich nicht schön. Ja, ein Erdbeben nehme ich. Da ist schon mal der Schild. Ich gehe den Boost. Oh, da muss ich nur schilden. Und runterfahren. Perfekt. Perfekt. Ui, das geht schnell mit den Kämpfen gegen Yasuo 5560. Das ist noch auch ein Ass-Trainer wie ich. In Pikachu-Vollmontur. Deoxys, das ist eigentlich auch ein recht guter Lied. Frage, fängt der Gegner was ab? Ich komme auf jeden Fall immer zur ersten Attacke. Ich glaube, ich schilde die erste Attacke. Ja, das ist der Steinhagel. Ich werde runterfahren. Ja, das überlebt er noch. Bitte lass es durchgehen. Wenn der durchkommt, dann Prost Mahlzeit. Oh, schade. Aber egal. Ja, die erste nehme ich. Dein Tengu ist wenigstens schon drin, ne? Ja, die nächste. Schwierig. No, das ist aber gut, dass dein Tengulus weg ist. Tengulus weg ist. So, was hast du da noch? Jirashi. Du gehst mit Jirashi hier rein. Habe ich nichts gegen. Gegen Doppelpsycho. So. Gut, dass der Schild jetzt schon kommt. Ja, du denkst, die Gefahr ist vorbei. Aber dann kommt Quaxo mit Erdbeben. Hier kommt mein Quaxo. Hier kommt mein Quaxo. Mit einer Attacke sollte es eigentlich recht locker überleben. Mein Quaxo, hoffe ich. Ja, Quizwort mit Wunsch macht nichts. Ich gehe direkt auf Erdbeben. Und der Jirashi ist weg. Zack. So, das ist jetzt der zweite Sieg. Bestenfalls noch drei weitere Siege. So gegen D-Burgi. Auf jeden Fall ein Level 40er Spieler. Das sieht man am Gyarados-Hut. Gegen Toxic Fuck. Das ist suboptimal. Das ist nicht schlecht, das ist aber auch doof. Und die erste Schlammbombe werde ich nicht schilden. Er hat eh auf 2 aufgeladen.
Genau. Aber zur nächsten kommst du nicht mehr. Ich werde jetzt runterfahren. Und ich gehe direkt auf Feuersturm. Ich gehe direkt auf Feuersturm. Entweder Schild oder mein Flutschlick ist weg. Also die kennen alle schon Feuersturm. So. Das ist doof. Worin gehe ich? Schade, dass ich kein Flug-Pokémon habe. Ich schilde mal nicht. Okay, du bist so schlau und gehst direkt auf Erdbeben. Also, das verkacke ich wahrscheinlich den Kampf. Okay, ich habe zwar nicht wechseln gedrückt, aber okay. Ich habe Energie auf Barrikadax. Du lässt Flunschi draufgehen. Oh, du überlebst das sogar noch knapp. Ich hoffe, das ist nicht Erdbeben. Natürlich ist das Erdbeben. So. Lapras. Ja, das war schlauer Versuch. Du wolltest abfangen. Allerdings hast du jetzt eh gewonnen. Definitiv. Neuer Surfer wird leider schon reichen. Ich habe kein Schild. Hast du genial gemacht, auf jeden Fall. Ja. Also selbst wenn ich Kreuzhieb gehabt hätte, hätte das nicht gereicht. Und bei von Krypto Lapras, der Surfer drückt schon ordentlich. Hat er gut gespielt, der Gegner, auf jeden Fall. Oh, geht gleich weiter gegen B-Berry C. Auch Veteran und mit Hirschpulli. Ich mag Hirsche. Oh, du wirst wechseln, weil du denkst, oh Scheiße, Feuer. Hoffe ich zumindest, dass du das denkst. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich gehe gleich in Quaxo. Weil das Matchup sieht auf jeden Fall für mich besser aus. Und ich habe schon mal wenigstens dein Azumarill rausgelockt. So, Erdbeben 1 kommt. Das Problem ist, ich habe zu spät gewechselt. Ich habe definitiv zu spät gewechselt. Ich muss ein Schild investieren. Oh, das ist doof. Das ist doof. Ich overfarme. Frage ist, was du denn jetzt in Shit investieren? Nein, habe ich mir gedacht. Und du wirst mich gemütlich jetzt runterfahren, stimmt's? Dann gehe ich in Barrikadax. Natürlich hat er einen Macho mal hinten. Was auch sonst. Boah, das ärgert mich. Natürlich gehe ich in Quacks erstmal. Okay, da farmt er mich auch runter. Habe ich selber geschmissen. Jetzt kannst du theoretisch zweimal Steinhagel machen. Ja, und du baitest sogar. Ja. Hab ich hergeschmissen, hab ich hergeschmissen. Hätte ich die richtig, hätte ich jetzt nicht geschildert, dann hätte ich so machen können. Oh.
Ich hasse Matt schon mal hinten, Leute. Ich hasse es. Den Kampf hätte ich normalerweise locker gewonnen, wäre ich einfach in meinen Knorrer gegangen. Oh, ist das ein Kotzen. So, den Ding muss ich noch machen, mit Set positiv wird und Altaria vorne. Ich hasse Altaria vorne. Es ist so ein nerviges Pokémon vorne. Wenn man kein Galar-Flunschlick vorne hat und so. Ich setze zuerst ein, das ist schön. Ich schädel ja. Gut, wechselt's, okay. Dann kann ich in Quaxo. Problem ist, dass ein Schildvorteil. Oh, das ist so doof. Jetzt die Eisschrei und Hydropumpe haben können. So, jetzt schild ich. Ja, natürlich, jetzt kommt nur der Eisstrahl. So, schildest du? Okay, Gegner schildet nicht. Oh, das ärgert mich gerade schon wieder, dass der Gegner nicht schildert. Meteorologen kriege ich noch raus. Aber auch den Kampf verliere ich leider. Ich gehe in Barrikadax. Du hast bestimmt zwei Mitzwinger bereit. Ja, Zauberschein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Altaria, Zauberschein. Ist ja überhaupt nicht spicy. Und du lässt jetzt draufgehen. Habe ich mir gedacht. Ja, und dann noch Panzer Aegon hinten. Ja, du hast leider Himmelsfeger. Ich habe es nicht mehr zum Feuersturm geschafft. Das hätte ich vielleicht noch schaffen können, wenn du jetzt nicht geschildert hättest. Und du wirst mit zwei Schilden flexen. 100%. Nee, doch nicht. Ausnahmsweise kein Flexer. Also hättest du den Feuersturm auf jeden Fall auch geschildert. Wieder nur ein 2 und zu 3. Immerhin nur 10 Punkte runter, aber trotzdem ärgert mich das total. Ja gut, für die Folge war's das. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.